So today I want to talk about that which is needful. Heute möchte ich darüber sprechen, nämlich das, was notwendig ist. Hallelujah. Amen. And I believe the Lord will speak to us all today. Und ich vertraue darauf, dass der Herr zu uns allen spricht. And we're going to base our text on the Gospel of Luke. Und wir nehmen unser Text aus dem Lukas-Evangelium. The Gospel of Luke, chapter 10. Lukas Evangelium Kapitel 10, bitte aufschlagen. And we're going to look into few verses of scripture from the verse number 38 to the verse number 42. Und wir schauen uns ein paar Verse ab Vers 38 bis 42. Luke 10, 38 to 42. Lukas 10, 38 bis 42. A very enlightened story. Also eine sehr erleuchtende Geschichte. And of course, whenever there is a story in scripture, it connotes a very deep and enlightening message that brings us to liberation. Und wann auch immer es in der Schrift eine Geschichte gibt, diese Geschichte führt uns zur Erleuchtung und auch eine tiefer greifende Bedeutung zur Freiheit. Amen. Amen. And so here we see from the verse number 38. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Ab Vers 38 liest sich Lukas 10 so. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. And the verse 39, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his voice. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister had left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. The verse 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. The message of scriptures is centered on Christ. Die Botschaft der Schriften, und zwar ist auf Christus zentriert. And so here we see the Bible tells us that Jesus entered into a certain village. Und hier sagt uns die Bibel, dass Jesus in einem bestimmten Dorf hineingegangen ist. And so the first important point we need to understand here is who Christ is. Und der erste Punkt, den wir hier begreifen sollen, ist, wer Christus ist. Because when we understand who he is, then we will understand the action he takes. Denn wenn wir begreifen, wer er ist, dann verstehen wir auch seine Handlung. The Bible tells us that Jesus Christ is salvation. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus Christus Errettung ist. He came so that he may save his people from sins. Er ist gekommen, damit er sein Volk von der Sünde rettet. And so here the Bible says that he entered into a certain village. Und hier berichtet die Bibel, er ist in ein Dorf hineingekommen. Amen. Amen. And so when we look at the emphasis on the certain village. Und wenn wir einfach dieses Dorf schauen, also dieses Dorf hervorheben, it tells us that there is something God wants to communicate to us. Das zeigt uns, dass Gott etwas uns kommunizieren möchte. You know, when something is certain,
wenn etwas bestimmt ist. It simply means it is known. It means that it has a particular, you know, fame. Und das bedeutet, das Bestimmte ist bekannt und es hat auch einen bestimmten Ruhm. And so here we see that the scripture did not actually tell us the name of the city. Or the village. Und hier erkennen wir, dass die Schriften wirklich den Namen des Dorfes nicht verraten hat. And the other important point we need also to get here very clearly. Also einen wichtigen Punkt, was wir zusätzlich hier herausfiltern können, is that a village is a community of people. Nämlich ein Dorf ist eine Gemeinschaft von Menschen. It's where we have a particular distinctive culture and ideology and language. Und dort gibt es eine bestimmte beziehungsweise eine gewisse Sprache, aber auch eine gewisse Kultur. It is governed by a certain tradition. Und ein Dorf ist üblicherweise durch gewisse Bräuche einfach mal reguliert. Why is this important to know? Warum ist das hier wichtig zu erkennen? Because wherever Jesus Christ entered, denn wo auch immer Jesus Christus hineingeht, he has one mission. Er hat nur eine Mission. Is to save. Die Mission heißt zu retten. And so here the Bible says he entered into a certain village. Hier berichtet die Bibel, er ist in ein Dorf gekommen. And so in entering into this village, the mission was to save the people out of their culture, out of this, you know, tradition and the ideology that governs them. Seine Mission bei diesem Dorf war wirklich da hineinzugehen und auch die Menschen zu retten. Retten wovon? Von ihrer Kultur, ihren Bräuchen und all dem, womit sie sich einfach befasst haben. It is true with us today. Und genauso stimmt es mit uns heute. See, most of the time people don't understand the mission of Christ. In vielen Fällen begreift man nicht die Mission Christi. Christ hasn't come to take us away from the world. Christus ist nicht gekommen, um uns aus der körperlichen, geografischen Welt rauszunehmen. He didn't come to take us out. Er ist nicht gekommen, um uns da rauszunehmen. He came so that he may take the world out of us. Er ist gekommen, damit er die Welt, die wir in uns haben, rausnimmt. Now remember, every place that you are, bitte denk dran, überall wo du dich befindest, defines the way you behave, the way you talk, the way you act. Dort, wo du dich befindest, definiert und zwar deine Redensweise, deine Verhaltensweise und deine Handelsweise. Amen. Amen. So we are influenced by our environment. Also wir werden beeinflusst durch unser Umfeld. We are formed by the ideology and the tradition and the culture through which we grow in. Wir werden Gestalt, also wir nehmen Gestalt entsprechend der Ideologie, der Kultur und auch die Bräuche und Sitten, in dem wir, also worin wir gewachsen sind. And the fears and the anxieties and the worries that goes along with that culture becomes a stigma, a label on our lives. Und genauso wie die Ängste und auch die Sorgen und auch, ich sag mal so, diese sogenannte Zukunftsangst, was all diesen Kulturen und Bräuche, ich sag mal so, mitbegleiten, werden auch, ich sag mal so, eine Marke, die wir nun tragen. Amen. Amen. So when Jesus Christ entered into the world, we're not talking about a geographical place, we're talking about ideology, we're talking about culture, we're talking about, you see, the limitations that this place where you've grown has formed you to be. He doesn't want to take you out. He wants to take the world out of you. Amen. Wenn Jesus Christus in die Welt hineinkommt, wohlgemerkt, die Welt ist nicht die geografische Welt, sondern es ist die Welt der Ideologie, die Welt der Bräuche und Sitten, die Welt der Art und Weise und Kulturen. Jesus Christus kommt hinein, nicht um den Menschen aus der Welt rauszuholen, sondern um die Welt aus dem Menschen rauszuholen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So this is very, very important. And this is why the Bible tells us in the book of Romans 12, the verse number 2, he says, do not conform to this world. Amen. Und das ist sehr wichtig, denn die Bibel berichtet uns auch in Römer 12, 2, dass wir dieser Welt nicht gleichförmig sein sollen.
Amen. Amen. Why? Warum nicht? He's not talking about the geographical place. Wie gesagt, es geht hier nicht um den geografischen Ort. He's talking about the ideology, the culture. Er redet von der Ideologie und von der Kultur. The tradition. Von den Traditionen. The laws that governs you. Von den Gesetzen, die dich steuern. And so when God comes into Germany, und wenn Gott in Deutschland hineinkommt. He doesn't want to take you out of Germany. Er ist nicht gekommen, damit du nun, ich sag mal so, woanders wohnst außerhalb Deutschlands. No, he Nein. wants to take that ideology that has formed you as a German, the way you think, the way you see. He wants to take it out of you and in order to bring you into that place of rest and prosperity which is his. Und dementsprechend, wenn er zu dir kommt, er kommt, um die Ideologien, die Bräuche, die Sitten, alles, was dir Gestalt verliehen hat, um das rauszunehmen, damit er dir Friede und Wohlergehen, Wohlstand, und zwar gemäß deinem Ursprung, gemäß Gottes gibt. Amen. Amen. You see, salvation is Christ taking you away from something into something else or into somewhere else. Und Errettung heißt, Christus führt dich aus etwas raus und führt dich in etwas hinein. Amen. Amen. So he takes us out of our limitations, out of our fears, Amen. Out of our worries, Amen. And he brings us into his rest, his prosperity, his abundance, his Amen. Joy. Christus führt uns raus aus unserer Sorgen, aus unserer Nöte, aus unserer Ängste und er führt uns hinein in die Freude, den Frieden. Er führt uns hinein in dem Wohlergehen und dem Wohlstand. Amen. Amen. So that is the first lesson we hear from this passage. Und das ist die erste Lektion, die wir aus dieser Bibelstelle that gewinnen. Jesus entered into a village. Jesus ist in ein Dorf hineingekommen. He wants to enter into your village. Jesus möchte zu deinem Dorf hineinkommen. Into your tradition. Zu deiner Tradition into hineinkommen. Into your ideas. In deiner Ideologien into reinkommen. The laws that has governed your life and your behaviors and characters all these years. Und into den Gesetzen, die dein Leben gestaltet haben. In den Bräuchen, in den Sitten, was dir Gestalt bisher verliehen hat. He wants to influence your choices, your thinking. Er möchte deine Entscheidungen und auch deine Gedankenwelt beeinflussen. Amen. Amen. So whenever the Bible talks of Jesus getting into a place, it's not to party. It's not going there to acquaint himself. He's going there for one mission, because Jesus Christ is salvation. Und dementsprechend, wenn Jesus Christus irgendwo hineingeht, er geht nicht da, um einfach, ich sag mal so, sich anzupassen, um einfach mal mitzumachen. Nein, er geht dahin, um zu retten. Und warum? Jesus Christus heißt Errettung. Amen. Amen. Halleluja. Aber Vater. You see, we see this picture also in the Old Testament when God came to Abraham and he said to him, come out of thy country. So there is always a certain place that God wants to take us away from into another. So if he only took you out of your ideas and your tradition and hung you out of nothingness, then there is no really substantial, you know, something that you have to hold as your salvation. Amen. He brings you out of something into something better and something greater. This is what salvation is all about. Halleluja. Das Bild sehen wir ganz klar im Alten Testament. Und zwar im ersten Buch Mose 12, wo Gott zu Abraham sprach und sagt, komm raus aus deinem Land. Das ist Gottes Art und Weise, mit dem Menschen umzugehen. Denn warum? Die Errettung heißt, dass er dich aus dem, was dich bisher Gestalt gegeben hat, rausführt und er führt dich zu dem, was er ursprünglich und zwar für dich erschaffen hat. Denn wenn Gott dich nur rausführen würde aus dem, was dir Gestalt gegeben hat bisher hin und er lässt dich hängen, da kann man nicht von der Errettung sprechen. Doch wenn er dich rausführt, er führt sich zu dem, was besser ist, zu dem, was größer ist und zu dem, was bedeutsamer ist. Amen. Amen. And so God doesn't have a place where he wants to put you in. So, wenn wir davon reden, dass Gott dich rausführt von dem, was du bist und dich woanders hinführt, es geht nicht um einen geografischen Ort. Es geht nicht darum, dass er dich irgendwo hinstellt und zwar getrennt von sich. No. Nein. God wants to place you in him.
Gott möchte dich und zwar in sich hineinstellen. And this is why the Bible says we are in Christ. Und deshalb spricht die Bibel davon, dass wir in Christus sind. He's more than a person. Er ist mehr als eine Person. He's a place, he's a culture, he's an ideology, he's everything that God thinks about us. Denn er ist ein Ort, er ist eine Kultur, er ist Brauch und Sitte. Er ist alles, was Gott über uns denkt. But in him there is no fear, there is no anxiety. There is no limitation. In him there is abundance, riches and prosperity. In him we find our rest. Amen. That is our salvation. Amen. Also im Gegenteil zu dem, was wir, also worin wir uns bisher hin befunden haben, in Christus gibt es keine Angst, keine Sorge, also keine Not, kein Leid. In ihm finden wir all dem, was wir brauchen, und zwar mehr denn je. In ihm finden wir unsere Ruhe. And the Bible says, and a certain woman named Martha received him into her house. Und die Bibel berichtet uns weiter, dass eine gewisse Frau namens Martha ihn empfangen hat zu ihrem Zuhause. So here we see the second focus here. Hier sehen wir den zweiten Which was Martha? Und das war Martha. And what did Martha do to salvation? Und was hat Martha mit der Errettung gemacht? She received salvation into her house. Martha hat die Errettung aufgenommen zu ihrem Haus. In other words, she admit Christ salvation under her roof. Das bedeutet, sie hat Christus Errettung und zwar Platz bei ihr zu Hause gewährt. But there's something that we need to emphasize here. Doch es gibt etwas, was wir hier hervorheben. Because this scripture or this passage is showing to us a picture of most of our lives as Christians. Doch denn diese Bibelstelle zeigt uns, und zwar viele von uns, und zwar das Bild, was wir in unserem christlichen Leben haben. We have admitted Christ. Wir haben Christus aufgenommen. Into everything we do. Und zwar in allem, was wir tun. But we haven't yet identified ourselves to him. Doch wir haben uns mit Christus, sprich mit der Errettung, noch nicht identifiziert. And this is the picture of Martha here. Und genau das ist das Bild von Martha. She hasn't rejected salvation. Sie hat die Errettung nicht abgelehnt. If sin in Christ something great and something peaceful and joyful. Denn in Christus haben wir etwas Großartiges, etwas Friedvolles, etwas Herrliches gefunden. But she couldn't perceive her salvation in Christ. Doch Martha konnte ihre Errettung in Christus nicht sehen. And so Martha here represents that side of us who are given to external importance. Und Martha hier steht für die Seite von uns, die wirklich äußerliche Wichtigkeit hochhält. So we are preoccupied with the things of this life. Also wir sind sehr beschäftigt mit den Dingen dieses Lebens. You see, Jesus for us becomes a means to an end. Jesus ist nun ein Mittel zu einem Zweck geworden. Jesus is just one of the preoccupation that we have among many preoccupations. Ja, also Jesus ist unter vielen Beschäftigungen einer der Beschäftigungen, die wir haben. To us, Jesus is for our validation. Jesus is just to show to others, you know, that we are blessed. Jesus ist nur für unsere Selbstverwirklichung. Das heißt, Jesus ist nur, um anderen zu zeigen, ja, guck mal, ich bin gesegnet. I'm different from others. Ich bin anders als andere. That is the wrong perception. Aber genau das ist die falsche Wahrnehmung. But unfortunately, many believers look at Christ's salvation in this view. Doch leider Gottes schauen viele Glaubende, also sie schauen die Errettung Jesus Christus, und zwar von diesem Blickwinkel. And so the Bible tells us, die Bibel berichtet uns, that there is another side of us. Es gibt eine andere Seite von uns. Because here the verse number 39, hier von Vers 39, it says she had a sister called Mary. Nämlich hier heißt es, sie hat eine Schwester namens Maria. Because the emphasis is on Martha. Denn der Schwerpunkt liegt bei Martha. Because Martha is the one that received Christ. Martha ist die Person, die Christus aufgenommen hat. And there is one thing that Martha has. Und es gibt eins, was Martha so besitzt. Which is Mary. Und das ist Maria. And what does the Bible tells us about Mary? Und was berichtet uns die Bibel über Maria? He said, Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his voice. Maria, his word, rather. Maria, und zwar saß sich, also setzte sich
Jesus, also setzte sich zu Jesu Füßen und hörte sein Wort. Because when we talk about Mary, und wenn wir von Maria sprechen, we're talking about that side of us, wir sprechen von dieser Seite von uns, which is submitted to the word of God, was sich dem Wort Gottes hingibt. You remember the story of Mary? Ihr kennt ja die Geschichte Marias. In conclusion, after he met the angels, also und zwar zum, also zum Fazit, als sie den Engel Gabriel getroffen hat. He says, "Be unto me according to thy word." Ihre Worte waren: Es soll mir zuteil sein gemäß deinem Wort. Because her focus was on the word of God. Warum war das so? Ihr Fokus, ihr Augenmerk war auf das Wort Gottes. Because she perceived that the solution to all her problems, to all her predicaments, is actually in the one Christ. Denn sie hat für sich erkannt, sie hat für sich wahrgenommen, dass die Lösung zu all dem, was sie durchgeht im Leben, Christus ist. So our solution, unsere Lösung, to every problems that we may encounter in this world, zu allen Problemen, was wir auf dieser Welt entgegenkommen, the solution that needs us to come out of our limitations, which has defined us through our culture and tradition and ideologies that we've grown in, is Christ. Die Lösung, die uns herausfordert, nämlich rauszukommen aus all dem, was uns gewisse Gestalt verliehen hat. Die Lösung, die uns dazu, und zwar, ich sag mal so, dazu bekräftigt, auch rauszukommen aus dem, was uns bisher Gestalt gegeben hat, ist Christus. Amen. Amen. And look at what the Bible tells us about Martha, so that we understand very well. Doch schaut euch mal bitte an, was die Bibel uns über Martha berichtet. The verse 40. Vers 40. It says, but Martha was cumbered about much serving. Hier heißt es, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. And came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister had left me to serve alone? Sie trat aber hinzu, also spricht zu Jesus hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Bid her therefore that she help me. Sag ihr doch, dass sie mir helfe. There are two things here. Hier gibt es zwei Dinge. Two very important things we need to see. Also zwei wichtige Dinge, die wir erkennen müssen. That we all need to avoid. Also die wir alle vermeiden sollten. If we want to embrace the salvation of God. Wenn wir die Errettung Gottes aufnehmen möchten. And here the Bible tells us clearly. Und hier macht es uns die Bibel ganz klar. Is serving. Also das Erste ist dienen. Which has to do with work. Und das hat mit der Arbeit oder mit dem Werken zu tun. And complain. Und dann auch noch das Meckern. Amen. Amen. You see, these are the two things that characterize Martha. Also das sind die zwei Dinge, die Martha hervorheben hier. We've seen the solution is there, Christ. Wir haben erkannt, die Lösung ist vorhanden, Christus. Instead of us focus on him and his word, to bring our mind to a place of rest, we are preoccupied with just serving, with doing things, and then complain that we are not seen from what we've done. Anstatt, dass wir uns auf die Lösung fokussieren, dass unsere Aufmerksamkeit, unser Gesinnung, unsere Gedankenwelt, also alles, was uns ausmacht, dass wir das auf Christus fokussieren. Stattdessen, was tun wir? Wir sind sehr beschäftigt. Wir sind nur am Tun und nur am Mühen. Und nicht nur das. Obendrauf meckert man auch noch. Amen. Amen. Most of us will fall into that category. Also viele von uns sind in dieser Kategorie. We walk in, we giving all our strength and we doing all what is necessary to be done, but at the same time we complaining that we're not receiving enough of validation, we're not receiving enough of reward, that people doesn't really appreciate what we're doing. We do that in our working place, we do that in our families, it's just that nature. When our focus is on externalities, when our focus is on frivolities, when we take our eyes off Christ, we fall into this category of serving and murmuring and murmuring. And in being based on that, we will not really see that place of peace. Amen. Und
das, also in dieser Stelle, wo Martha sich befindet, diese zwei Eigenschaften, die man bei Martha entdeckt hat, das finden wir bei uns allen. Ja? Anstatt wirklich auf die Lösung zu fokussieren, auf Christus, was tun wir? Wir sind sehr beschäftigt. Wir wollen tun, wir wollen handeln, wir wollen, wir sind Macher, besonders Selbstmacher. Ja, wir wollen dafür sorgen, dass das geschieht. Und nicht nur da. Und wenn es denn dazu kommt, dass wir keine Bestätigung aus dem, was wir tun, kriegen, keine Selbstverwirklichung erzielen, wenn wir dazu kommen, dass es uns nicht zufriedenstellt, was geschieht, dann fangen wir an zu meckern. Oh, keiner sieht mich. Ja, keiner merkt, also ich bekomme keine Aufmerksamkeit. Keiner klopft mir auf die Schulter, ja, und sagt, Mensch, du hast gut getan. Viel geredet und viel geschwitzt. Ja, also keiner wertschätzt, was ich tue. Was geschieht? Ja, dadurch ist mein Fokus nicht auf Christus. Und dadurch bin ich für alles Mögliche offen, außer der Lösung. Amen. Amen. And so when we engage life in this way, wenn wir auf diese Art und Weise das Leben anpacken, we begin to feel alone. Wir fangen an, uns und zwar alleine zu fühlen. Now remember, Martha. Bitte denkt dran, Martha received Christ. Hat Christus aufgenommen. Jesus Christ was under her roof. Jesus Christus war bei ihr unter ihrem Dach. But she felt alone. Und dennoch fühlte sie sich allein. How can you, having accepted Jesus Christ, God is in you, and you still feel rejected, abandoned? You feel alone. Why? Because of your perception. It's about perception. When you have a wrong perception, thinking that it is through your too much doing that God will be nearer to you, you come into a place where you feel him far away from you, even though he is not far away from you. Amen. Wie kommt es denn, dass Martha sich so allein gefühlt hat? Da versetzen wir uns in der Lage Marthas. Das heißt, man hat Jesus aufgenommen, man ist mit dem Retter vereint und dennoch fühlt man sich fern, man fühlt sich allein. Warum? Es hat mit der Wahrnehmung zu tun. Es hat mit dem Bewusstsein zu tun. Wenn man sich das Bewusstsein auf nur tun, um zu sein, richtet, wenn man das Bewusstsein so einstellt, erst wenn ich was tue, dann bin ich wer. Erst wenn ich was erreicht habe, dann bin ich wer. Was geschieht? Obwohl man mit ihm eins ist, mit der Lösung, mit Christus, man fühlt sich allein, man fühlt sich vernachlässigt, man fühlt sich unzufrieden und man fühlt sich unzulänglich. Amen. Amen. The second result, das zweite Resultat, is that Martha felt helpless. Ist, dass Martha sich hilflos gefühlt hat. You know, when you try it by your own strength, denn wenn du aus Eigenmühe etwas versuchst, you know, God would be on the side and just allowed you to go to the end of your strength. Was tut Gott? Gott steht zur Seite und beobachtet, wie du dich abmühst, bis du am Ende deiner Kräfte kommst. He wants you to completely rely on him, because your sufficiency is dependent on Christ. So when you come to this understanding, I tell you, life becomes something of a great joy, of a great peace, effortlessness. It's not that you don't do something, but you do it in the state of rest. And this is what God is calling all us, all of us, because he has given to us the helper, the Holy Spirit, that will bring us and will make us never for us to feel alone. Amen. Und der Punkt ist, der Herr beruft uns, und zwar in diesem Punkt, wo wir in seine Ruhe kommen. Er hat es nicht vorgesehen, dass wir alles alleine machen. Denn warum? Es geht nicht darum, dass man nicht tätig sein soll, sondern man soll aus der Ruhe tätig sein. Man soll aus diesem Bewusstsein der Einheit tätig sein. Denn warum? So ist man in der Lage, nicht nur produktiv und viel zu schaffen, sondern man ist auch in Frieden dabei. Man ist auch im Wohlergehen dabei. Man macht es gern. Denn warum? Man ist dazu bekräftigt. Doch der Punkt ist, wenn wir aber dies ablehnen, was tun wir? Wir kommen zu dem Punkt, wo wir uns zwar mühen, aber wir mühen uns und zwar ohne unsere Hilfe, ohne die Hilfe des Heiligen. Der Heilige Geist ist da, um uns wirklich Einblick und Einsicht zu geben. Er ist da, um uns zu unterstützen, um uns wirklich, und zwar die Art und Weise, und zwar das Know-how zu geben.
Amen. Amen. The third result here we see in this passage is that Martha became troubled. Und das dritte Resultat, was wir hier sehen, ist, dass Martha wirklich bekümmert ist. She became anxious. Ja, sie wurde wirklich aufgeregt im negativen Sinn. You see, when we look at the world today, you see the result of, you know, us being so anxious, so full of anxiety. It's because of this posture that is described here concerning Martha. So we give ourselves into doing and trying to be someone instead of resting on what God has already declared us to be. And so we find ourselves in the state of anxiety. Und wir sehen hier, dass Martha hat auch diesen Zustand der Sorge. Ja, das finden wir in der Welt heutzutage. Ja, dass man sich wirklich, man ist wirklich aufgeregt im negativen Sinn. Man hat Sorgen, man hat wirklich nicht diese Gewissheit, dass alles klappt, dass alles wirklich gut ist und. Sondern so wie Martha, man ist bekümmert. Ja, man sorgt sich, na, was ist wenn? Ja, vielleicht doch. Ja, und all das ist das, was der Mensch begleitet. Das sind keine Anzeichen des Friedens. Amen. Das sind keine Anzeichen der Ruhe. Das ist keine Anzeichen der Gelassenheit, dass, aha, in ihm bin ich stark. Amen. Amen. So, what is the positive posture we need to take? So, welche positiven Haltung sollen wir nun innehaben? What should be our response to our salvation? Was soll unsere Reaktion auf unsere Errettung sein? When Jesus comes into our home, wenn Jesus bei uns zu Hause ist, what should we do? Was sollen wir nun tun? What are we called to respond? Ja, wozu sind wir berufen oder wie sollen wir nun reagieren? We see that in the action of Mary. Und das sehen wir in der Handlung Marias. The verse number 39. Vers 39. Mary sat at Jesus' feet and heard his word. Maria saß und zwar Jesu zu Füßen und hörte sein Wort zu. So there are two postures we need to take. Also es gibt zwei Haltungen, die wir hier innehaben sollen. Sitting. Als erstes sitzen and hearing. Und auch zuhören. So these are the things which are needful. Das sind die Dinge, die notwendig sind. So when we talk about sit, also wenn wir vom Sitzen sprechen, we're talking about a place of rest. Wir reden von einem Ruheort. Sit simply means it is done. Ja, sich zu setzen bedeutet, es ist geschafft. When you are satisfied, wenn du gesättigt bist, when you are completely assured, wenn du wirklich in Gewissheit bist, you sit down. Dann setzt du dich hin. Amen. Amen. Because this represent, denn das steht dafür, that everything that pertains to my life, that pertains to our life, dass alles, was unser Leben angeht, is already done. Ist schon geschafft. So we're talking about the finished work of Christ. Wir reden von dem vollkommenen Werk Christi. Concerning my destiny, bezüglich meiner Bestimmung, concerning every sphere of my life, also bezüglich aller Lebensbereiche, you have to sit. Es ist wichtig zu sitzen. Remember, Jesus himself said, bitte denkt dran, dass Jesus selber sagte, he said, if a man wants to build a tower, wenn ein Mensch einen Turm bauen möchte, when a man wants to build his life, wenn ein Mensch sein Leben bauen möchte, what should he do? Was soll er zuerst tun? He need to sit down first. Er soll zuerst sich hinsetzen. It's not to begin to serve. Es geht nicht darum, dass man zuerst dient. Not like Martha. Nicht so wie Martha. You begin to preoccupy yourself with everything. What can I do? How should I do it? Du fängst an, dich zu beschäftigen mit, was soll ich tun und wie soll ich das tun? Oh, look at the others. Maybe I should do it like what they are doing. Okay, schau mir die anderen an. Vielleicht soll ich genauso wie sie handeln. No. Nein. God wants to take you out. Gott möchte dich rausführen. Out of that idea, that tradition, that culture. Raus aus dieser Idee, aus dieser Tradition, aus dieser Kultur. That he may renew your mind with the ideas of heaven. Damit er deine Gesinnung erneuert mit den Ideen des Himmels. Those ideas which would place you in a place of rest and peace. Diese Ideen, die dich dahin führt, und zwar zur Ruhe und zum Frieden. And what should we all do? Und was sollen wir alle tun? Sit down at Jesus' feet. Und zwar, wir setzen uns zu Jesu Füßen. When the Bible talks of feet, he's talking of the mind. Wenn die Bibel von dem, von, also
so man diese Redensart Füße verwendet, es geht da um die Gedankenwelt. Because the feet is the place that touches the ground. Denn die Füße sind die Teile, die Glieder des Körpers, die die Erde berühren. And so the feet of Jesus touches the ground, touches your humanity. Where does it touch your humanity? In your mind. Die Füße Jesu berühren die Erde, und zwar berühren die Menschheit. Und zwar wo genau berühren die Füße Jesu die Menschheit? Ganz genau in deiner Gedankenwelt. And so our mind begins to be renewed. Also fängt unsere Gesinnung erneuert zu sein an. With the word of God. Mit dem Wort Gottes. And so it is very important. Und das ist sehr wichtig. That we all take this posture. Dass wir diese Haltung aufnehmen. The sitting of rest. Nämlich die Sitzung zur Ruhe. And the hearing of faith. Und das Zuhören zum Glauben. And this was what Mary did. Aber genau das tat Maria. And God is calling all of us to come into that place. Und hierzu beruft Gott uns alle hineinzukommen. And the result of it is that nothing is lacking, nothing is broken in us. Und das Resultat davon heißt, uns fehlt nichts und bei uns ist nichts kaputt. Amen. Amen. Because remember, bitte denkt dran. Jesus is salvation. Jesus ist Errettung. And God wants to save us. Und Gott möchte uns alle retten. From our sins. Und zwar aus unseren Sünden. From our mistaken identity. Von unseren fehlerhaften Identitäten. From us missing the mark of our glory. Und zwar von uns, dass wir und zwar das Ziel verfehlt, das Ziel unserer Herrlichkeit verfehlen. And so when we sit at the feet of Jesus, und wenn wir uns zu Füßen Jesu sitzen, when we hear his word, wenn wir seine Worte hören, there will be nothing broken. Da wird nichts kaputt sein. There will be nothing lacking in your life. Da fehlt nichts in deinem Leben. Salvation is not just from sin. Also Errettung dient nicht nur der Errettung aus der Sünde. Because in salvation, denn in der Errettung, there is healing, da gibt es Heilung, there is abundance, da gibt es Überfluss, there is reconciliation, da gibt es Versöhnung, restoration, da gibt es Wiederherstellung. Ultimately there is rest. Und letztendlich gibt es Ruhe. So if your body needs healing, und wenn dein Körper Heilung braucht, it's not for you to be worried. Es geht nicht darum, dass du bekümmert bist. It's not for you to be helpless first. Es geht nicht darum, dass du zuerst hilflos bist. It's not for you to feel alone. Ist nicht, dass du zuerst dich alleine fühlen musst. Just like Martha. So wie Martha. You see, when we feel like, oh, we are sick. Und wenn wir uns fühlen und sagen, oh, ich fühle mich krank. The first thing we run helter-skelter, looking for where we can find our healing. Ja? We confuse and based on that, we get into a place where we feel alone, we feel rejected, we feel abandoned, we feel helpless, we feel anxious. Ja, und was geschieht, wenn wir denn nun uns krank fühlen? Was tun? Okay, was kann ich tun? Wie kann ich das lösen? Um in diesem Tun, in diesem Hin und Herren, da fühlt man sich allein, da fühlt man sich vernachlässigt. Man fühlt sich wirklich in die Ecke gestellt. Man fühlt sich so, als kümmert sich keiner drum. Amen. Amen. You see, when we go through such situation, we need rest of mind first. We need to see clearly. We need our perspective to be very clear. And so the first thing we need to do is to relax ourselves, rest at the feet of Jesus, hear his word. Because in his word are peace and joy. And these aspects will bring us into a place of rest. When your mind is healthy, your body also will follow. Amen. And so these are the pathway that God wants us to come into so that we can enjoy the place that he has brought us into in terms of our salvation. Hallelujah. Amen. Und deshalb ist es wichtig hierbei zu begreifen, dass zuerst möchte der Herr, dass wir in unserer Gedankenwelt, in unserer Gesinnung zur Ruhe kommen. Er möchte, dass wir sitzen, dass wir wirklich in diese gedankliche Ruhe kommen. Denn warum? Wenn wir gedanklich in die Ruhe gekommen sind, sind wir in der Lage, seine Worte zu hören. Bleib mal bei dem Beispiel der Krankheit. Was geschieht, wenn man sich gedanklich in die Ruhe kommt? Man empfängt, dass durch seinem Striemen bin ich geheilt. Man empfängt, dass in ihm ist meine Gesundheit. Und aus diesem, ich sag mal, aus dieser Wahrnehmung, was geschieht, wenn die Gesinnung gesund ist, der Körper hat keine Chance. Er muss die Gesundheit annehmen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, das ist die Haltung, das sind die Haltungen, die Gott möchte, dass wir einnehmen. Zuerst sitzen und sein Wort aufnehmen, damit
er in uns wirklich damit unsere Lebenserfahrung genauso wie er in uns ist. Amen. Amen. So that we're not taking just like Martha, you know, running helter skelter to get something that will help us. Und damit wir nicht so wie Martha einfach mal hin und her am Rennen sind und hin und her am Mühen sind, um etwas von außen zu bekommen, der uns helfen soll. Amen. Amen. Have you seen that that is a result? The result is always that you see many people feel alone. Ja, und habt ihr das mal beobachtet? In diesem Hin und Her rennen und Hin und Her mühen, viele Menschen fühlen sich allein gelassen. They feel helpless. Ja, sie fühlen sich hilflos. They feel anxious. Ja, also sie sind negativ aufgeregt. Amen. Amen. Why? Warum? Because they took a wrong approach. Weil sie einfach diesen falschen Ansatz genommen haben. The Bible says there is a way that seems right to a man, at the end of it is death. In Sprüche Kapitel 14 Vers 12, es heißt für den Menschen, es gibt einen Weg. Dieser Weg ist scheinbar Leben, doch das Ende von diesem Weg ist der Tod. Amen. Amen. So, but Jesus Christ is the way. Doch Jesus ist der Weg. Amen. Amen. And he has presented himself as our salvation. Und er hat sich als unsere Errettung vorgestellt. He wants to enter into your village. Er möchte heute in deinem Dorf hineinkommen. And that is why the Bible says he entered into a certain village, because if he specified it, if it names it, it means all of us are excluded. Amen. He puts it generally because it can be your village, it can be my village. It depends on which village you have grown in. It depends on which village has defined you and influence you and groom you and formed you. And Jesus this afternoon wants to enter into your village. Amen. And there is only one mission whenever Jesus entered into a place. Amen. It is to save you. He doesn't want to take you out of your village. He wants to take the village out of you. Amen. So that you will come into that promised land and be an overcomer in the midst of the place in which you are. Amen. Und deshalb ist es wichtig hier zu sehen bei dieser Bibelstelle, nochmal zurück zu Lukas 10, 38, es geschah, dass Jesus in ein Dorf hineingegangen ist. Dieses Dorf wurde nicht benannt. Denn warum? Nehmen wir mal an, man würde sagen, dieses Dorf wäre Wedding. Ja, das würde bedeuten, alle, die in Reinickendorf wohnen, die in Zehendorf wohnen, die sind ausgeschlossen. Ja. Alle, die zum Beispiel in Bayern wohnen, die sind ausgeschlossen. Nein, 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 nein. Er hat das Dorf nicht benannt, damit wir alle uns da drin befinden können. Jesus möchte in dein Dorf hineinkommen. Er möchte in deine Ideologie, das, was dich bis jetzt Gestalt gegeben hat, hineinkommen. Und seine Mission ist, dich zu retten. Seine Mission ist, dich rauszuholen aus deinen Ängsten, deine Sorgen, deine Dinge, die dir bisher definiert haben, aber was aber ursprünglich nicht du bist. Er möchte dich da rausholen, denn das ist das, was er vorhat. Und er möchte heute in dein Dorf hineinkommen, nicht morgen, ja, nicht in zwei Wochen, nein, nein, heute, gerade jetzt. Denn warum? Errettung steht jedem Menschen gerade jetzt zu. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. And very important last point that we need to take from this passage. Und einen sehr wichtigen letzten Punkt, was wir aus dieser Bibelstelle gewinnen sollten. Something God respects so dearly in every one of us. Also etwas, was Gott und zwar sehr, sehr, sehr schätzt in jedem von uns. Look at the verse 42. Nämlich Vers 42. He says, but one thing is needful. Nämlich eins aber ist nötig. And Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. The power of choice. Nämlich die Entscheidungskraft. God has given to you and me. Also Gott hat dir und mir damit ausgestattet. The power of choice. Nämlich die Entscheidungskraft. Even though God is available, salvation is available, Jesus Christ is available, peace is available, joy, healing is available, but it is through your own choice. You can Amen. Either choose to deny to accept him, or you can accept him
as being the one that will rescue you out of your problem. Obwohl die Errettung vorhanden ist, der Friede ist vorhanden, obwohl die Lösung zu allem vorhanden ist, es ist immer noch abhängig von der Entscheidung des Menschen. Ein Mensch kann sich für ihn entscheiden und, ich sag mal, sich ihm hingeben und auch alles, was er ist, die Lösung erleben. Doch der Mensch kann sich genauso sagen, nein, danke, möchte ich nicht. Und dann wundert er sich, warum er das Gegenteil erlebt. Amen. Amen. You see, we've been given the power to choose, to control our choices. Uns ist die Kraft, und zwar wir sind mit der Kraft ausgestattet, uns zu entscheiden, aber auch unsere Entscheidung zu steuern. Amen. Amen. But we cannot control the consequences of our choices. Doch der Punkt ist, die Folgen unserer Entscheidung können wir nicht steuern. Amen. Amen. When you've made a choice, wenn du dich für etwas entschieden hast, the consequence comes. Ja, die Folgen daraus, sie kommen. And you cannot control the consequence. Und die Folgen daraus kannst du nicht steuern. But you have the power. Doch du hast die Kraft, to control the choice that you make. Nämlich die Entscheidungen, die du triffst, zu steuern. And so the choice is before us. Also die Entscheidung liegt bei uns. Either you serving and complaining like Martha. Also entweder wir dienen und meckern so wie Martha. Or you sitting and hearing like Mary. Oder wir setzen uns und hören zu, so wie Maria. And so God will not force any of us to sit at his feet. Also Gott zwingt keinem von uns, dass wir uns ihm zu Füße sitzen. He's giving to us the power of choice. Er hat uns die Kraft der Entscheidung gegeben. That is a power that each person has that no one can take from. Das ist die Kraft, die jeden, womit jeder Mensch ausgestattet ist und keiner kann es dem anderen Menschen nehmen. You see, I can put pressure on your choice. Also ich kann deine Entscheidung unter Druck setzen. I put you under pressure, you feel uncomfortable and you do certain things that pleases me, but it is actually not your choice. You've been pressured, because if you are free, you will choose otherwise. And so this is why today we see we are crying. There's cry of freedom. People are crying that they need to have their choice and express their choices, because this is something God has given to every human being. Even God himself cannot take it away from you. And so what does God do? He only comes through love to present to you that which is good for you and persuade you by the power of love so that you make a right choice and enjoy the consequence of your choice. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass aufgrund meines Druckes an einem bestimmten Menschen kann der Mensch sich irgendwann mal doch dem Druck beugen und sagen, okay, er entscheidet sich so, wie es mir gefällt. Doch das war nicht die Entscheidung des Menschen, sondern das war mein Druck. Und deshalb ist es wichtig, man sieht auch in der Gesellschaft, dass überall der Ruf nach Freiheit, einfach dieser Schrei nach Freiheit wirklich immer wieder schallt. Doch es ist wichtig zu sehen, dass wenn man, also dass jeder Mensch diese Kraft der Entscheidung hat und es ist von dem Menschen abhängig, wie er seine Entscheidung benutzt und steuert. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. One thing is needful. Eins ist notwendig. Just one. Nur eins. To sit and to hear. Ja, sich hinzusetzen und auch zuzuhören. At the feet of Jesus. Und zwar zu Jesu Füßen. It's our choice this afternoon. Das ist unsere Entscheidung heute Nachmittag. And the Spirit of God is here. Und der Geist Gottes ist anwesend. We have served with good conscience most of the time. Also in vielen Fällen haben wir aus gutem Gewissen gedient. But at times we get to a place. Doch irgendwann mal kommen wir zu einem Punkt. We feel alone. Wir fühlen uns einsam. We feel helpless. Wir fühlen uns hilflos. It's as if nobody appreciates what we're doing. Ja, es sieht so aus, als keiner wertschätzt, keiner beachtet, was wir tun. And it's like all our energy has been sapped out. Ja, und es fühlt sich so, als dass alle unsere Energie wirklich rausgesogen wurde. And we faint. Ja, und wir sind müde, wir sind geschafft. But God has come to us. Doch Gott ist zu uns gekommen. Just like Jesus Christ saw the multitudes. Also so wie Jesus die Volksmengen sah. And he had compassion on them. Und er hat wirklich, er ist innerlich bewegt, ihretwegen.
Why? Warum? Because the multitude were there just serving. They were just there, you know, complaining. Why? Because they could not find rest for their soul. Ja, warum ging es Jesus so? Weil die Mengen sich einfach gemüht haben. Also die Menge haben gemeckert. Sie haben keine Ruhe für ihre Seele gefunden. But today salvation has come. Doch heute ist die Errettung gekommen. Jesus is not for tomorrow. Also Jesus ist nicht für morgen. We cannot have Jesus in our life as one of the preoccupations. Also wir können Jesus nicht als einer der Beschäftigungen in unserem Leben haben. That is why today. Deshalb heute. We see people use Christ as a means to an end. Wir sehen, dass Menschen Christus als ein Mittel zu einem bestimmten Zweck verwenden. No. Nein. He is our life. Er ist unser Leben. He's everything. Er ist alles. In wherever we go. Wo auch immer wir uns, wo auch immer wir hingehen. In our working place. Auf unserer Arbeitsstelle. In our families. Bei uns zu Hause, in Jesus Familie. Should be the one that governs the way we react, with the way we relate with those things. Jesus soll eigentlich unserer Umgang, unserer Umgangsart und Weise steuern in allem. He is the idea of heaven. Er ist die Idee des Himmels. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So when we see others as we see ourselves. Also wenn wir andere sehen, so wie wir uns sehen. We are resting. Was geschieht, da sind wir in der Ruhe. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Ehre sei Gott. And this is the message for us this day. Und das ist die Botschaft für uns heute. That God has given us a choice. Dass Gott uns eine Entscheidung ermöglicht. That we sit at the feet of Jesus. Nämlich zu Jesu Füßen zu sitzen. And hear his word. Und seinem Wort zuhören. In his word is peace. Denn in seinem Wort gibt es Frieden. His joy. Freude. His wholeness. Ganzheit. And his prosperity. Und in seinem Wort gibt es Wohlstand. Amen. Amen. Let's lift up our hands to him. Lass uns bitte unsere Hände dem Herrn erheben. Just glorify him. Thank you. Oh, wir verherrlichen dem Herrn. Wir sagen Danke. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Lord. Danke, Herr. Glory be to God. Ehre sei Gott. Jesus did not just enter Martha's house 2000 years ago. Also vor 2000 Jahren ist Jesus nicht nur einfach in Marthas Zuhause hineingekommen. But right now, doch gerade jetzt, the Bible says he's knocking at the door of our hearts. Die Bibel berichtet uns, er klopft an der Tür unseres Herzens. He wants to come in. Er möchte reinkommen. And be that which will define everything that you do. Und er möchte das sein, was alles, was du unternimmst, definiert. He wants to be your perception. Er möchte deine Wahrnehmung sein. That you will see through his eyes. Damit du durch seine Augen betrachtest. You realize that the person you used to see before then. Dann stellst du fest, dass die Person, die du vor dieser Einlass Jesu gesehen hast, has become different. Ist ganz anders. It's not that the person has changed. Ist nicht, dass der Person sich geändert hat. But it's because you see now through the eyes of Christ. Es ist so, weil du nun durch die Augen Christi schaust. Your heart will be full of love. Dein Herz wird voller Liebe sein. Your mind will be full of peace. Deine Gedankenwelt wird voller Frieden sein. But that choice is before you this day. Doch diese Entscheidung steht vor dir. Those who are watching us through the social media. Diejenigen, die uns zuschauen durch die sozialen Medien. The choice is yours. Die Entscheidung liegt bei euch. God will never force us against our choice. Gott zwingt uns niemals gegen unsere Entscheidung. That is the power that God has given to every man, every woman, every child and every boy. Das ist die Kraft, die Gott jedem ausgestattet hat. Also jeden Mann, jeder Frau, jeden Mädchen, jeden Jungen. And today, und heute, he wants us to use that power. Möchte er, dass wir unsere Entscheidungskraft anwenden. To embrace our salvation. Unsere Errettung aufzunehmen. You may be sick. Du machst ja durch Krankheit It's gehen. Not about thinking what to do. Es geht nicht darum zu denken, na, was soll ich nun tun? It's not about looking at the doctors, which is okay. Ja, es geht nicht darum, dass man auf die Ärzte schaut. Das ist auch in Ordnung. The first thing he wants you to look unto him. Doch das erste möchte er, dass du auf ihn schaust. That you will first feel rest in your soul. Dass du zuerst Ruhe in deiner Seele spürst. Assurance that he's with you and will never leave you. Gewissheit, dass er bei dir ist und er wird dich niemals verlassen. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Thank you, Father. Hab Dank, Vater.
Lord, we come to you this day. Ja, wir kommen vor dir heute. And we bow to you, Father. Und wir beugen uns vor dir, Vater. Just like Mary. So wie Maria. Let it be unto me. Es soll uns zuteil sein. According to your word. Gemäß deinem Wort. Right now, gerade jetzt, we submit to the lordship of the word of God. Geben wir uns und zwar der Herrschaft des Wortes Gottes hin. That you will reside in our hearts forever. Dass du in unserem Herzen immer da wohnst. And Father, Vater, we pray that in everything we do, wir bitten, dass in allem, was wir tun, that you will walk through us, dass du durch uns wirkst, and establish your plan and purpose, und du gründest deine Pläne und deine Bestimmung. And even right now, und sogar jetzt, there are some of us, gibt es manche von uns, who haven't made that bold step, die haben diesen kühnen Schritt noch nicht gewagt, that bold choice, diese kühne Entscheidung. And I'm here right now. Und ich bin hier gerade jetzt. I want to help you to make that choice. Ich möchte dir helfen, diese Entscheidung zu treffen. I can only help you. Ich kann dir nur helfen. And show you the pathway. Und dir diesen Pfad zeigen. By giving to you some words that will connect you to Christ right now. Und zwar, ich gebe dir einige Worte, die dich mit Christus sofort verbindet. The Bible says, die Bibel berichtet, if you confess with your mouth, wenn du mit deinem Mund bekennst, that Jesus Christ is Lord, dass Jesus Christus Herr ist, and you believe in your heart, und du glaubst in deinem Herzen, not because you've heard, not because somebody has told you, you believe because you're persuaded. Nicht, du glaubst in deinem Herzen nicht, weil du was gehört hast von irgendjemand, sondern du glaubst in deinem Herzen, weil du überführt bist in deinem Herzen. That God has raised him from the dead. Dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. From limitations. Und zwar aus der Begrenzung. From every problems. Und von allen Problemen. You shall be saved. Du soll es gerettet sein. There is a peace that will come to you right now. Es gibt einen Frieden, was du sofort spürst. It goes beyond human understanding. Also dieser Friede übersteigt den menschlichen Verstand. There is a joy unspeakable. Es gibt eine unaussprechliche Freude. You will be completely intoxicated. Du wirst komplett berauscht sein. And will be taken out of this world. Und du wirst aus dieser Welt rausgenommen worden. Though physically you will be here. Ja, körperlich bist du zwar noch da. But you will come out of the culture, out of the tradition, out of the ideas. Doch du kommst raus aus der Kultur, aus der Tradition, aus den Ideen. And you will embrace a higher culture. Und du nimmst eine höhere Kultur auf. Called the kingdom of God. Nämlich namens des Reich Gottes. Yes, I want to pray with you now. Nun bete ich mit dir. And I just want you to repeat after me. Ich möchte, dass du mir wiederholst, nachsprichst. If any of us are here in this place right now. Also wenn es irgendeiner unter uns gibt. I want you to repeat this prayer after me. Ich möchte, dass du dieses Gebet mir nachsprichst. Heavenly Father. Himmlischer Vater. I come to you today. Zu dir komme ich heute. I recognize you as my salvation. Ich erkenne dich an als meine Errettung. And I commit myself completely to you. Und ich gebe mich und zwar dir komplett hin. From the deep depths of my heart. Aus der Tiefe meines Herzens. I believe. Glaube ich. That Jesus Christ. Dass Jesus Christus. Is Lord and my salvation. Herr und meine Errettung ist. From the depth of my heart. Aus der Tiefe meines Herzens. I believe. Glaube ich. That Jesus Christ. Dass Jesus Christus. Has raised me. Mich und zwar empor erhoben hat. Out of every limitation. Raus aus allen Begrenzungen. Out of my sins. Raus aus meinen Sünden. And have placed me. Und er hat mich gestellt. Into that realm. In diesem Bereich of the kingdom of God. Des Reiches Gottes. And therefore, Father, deshalb, Vater, right now, sofort, I accept him. Ich nehme ihn an. As Lord, als Herr, and my Savior. Und mein Retter. You walked into that village. Du bist nun in das Dorf hineingegangen. As we have expounded in your word today. So wie
so wie wir in deinem Wort und zwar erläutert haben. And every one of us und jeder von uns have our own village of our own. Wir haben unsere eigenen Dörfer. And right now, und sofort we welcome you into our village. Wir heißen dich willkommen in unserem Dorf. That you may take us into yours. Damit du uns zu deinem Dorf hineinführst. That we may enjoy all that which you have allocated for us. Und damit wir all das wirklich genießen, was du uns zuteil gegeben hast. In the midst of this global problem, inmitten diesem globalen Problem, we pray, Father, bitten wir Vater, that we will walk with certainty, dass wir mit Gewissheit wandeln, peace, Frieden, assurance, und zwar Zuversicht, that you are. Dass, for us, dass du für uns bist and not against us. Und nicht gegen uns. We thank you, Father. Wir danken dir, Vater. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hab Dank, Herr. Glory be to God. Ehre sei dem Vater. Halleluja. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus ist gut. Jesus ist gut. Zu jeder Zeit. Amen. Amen. We believe that this word this afternoon has been a tremendous blessing to your life. Also wir glauben, dass dieses Wort heute Nachmittag ein Segen und zwar pur in deinem Leben ist. We'll be glad to have a praise report from you. Also wir werden uns freuen, von euch Lobberichte zu haben. You know, and of course if you desire to be, you know, accompany into this wonderful journey. Und wenn du natürlich dieses, ich sag mal, diesen Wunsch spürst, wirklich in dieser Reise, die du nun angefangen hast, begleitet zu werden. To know more about Christ. Wirklich Christus mehr und zwar bewusster und mehr wahrzunehmen. To know his word. Sein Wort wirklich wahrzunehmen. Please, you can get it on our website. Und bitte, also loggt euch in unserer Website ein. www.christkingdom-chapel.org. Also www.christkingdom-chapel.org. And please contact us. Und bitte kontaktieren Sie uns. And personally, we're going to be a very good company to you and establish you in the foundations. Bitte, bitte kontaktiert uns und wir werden euch helfen, wirklich Grundlage und Fundament in eurem Glauben zu finden. Amen. Amen.